Warum? Ich kämpfe doch gar nicht. Armes Pferd. Ist jetzt hier umsonst hier durch die Prärie reiten muss, wo wir nur warten, bis wir uns teleportieren können. Oh, bitte. Muss ich das jetzt dadurch in die Länge ziehen? So. Ist hier ein Tier, irgendwas, was mich verfolgt? Es ist sehr still hier. Naja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Bug. Weil wir reiten ja hier durch. Ja, endlich. Das war aber ein ganz schönes Stück, was wir reiten mussten, nur um Schnellreise machen zu können. Ehrliche Händler interessieren sich nicht für gestohlene Güter. Solche Objekte erscheinen gar nicht erst in der Liste der Gegenstände, die ihr zum Verkauf anbietet. Und ich habe es geschafft in der Ladezeit. Aha. Okay. Ich bin in Brumar. Warum bin ich in Brumar und nicht in Koroll? Ich bin so dämlich. Ich bin so blöd. Also es hat mich jetzt ehrlich schockiert, dass wir in Brumar rausgekommen sind. Irgendwie habe ich gar nicht auf die Namen geachtet, habe so gedacht, hihi, jetzt weiß ich schon auswendig, wo sich welche Stadt befindet und komme in Brumar raus. Es ist sichtlich peinlich. Habt ihr Valus Odil in letzter Zeit gesehen? Verbringt den ganzen Tag im Ist ein bisschen frisch so ohne T-Shirt, ne? Ich meine, wir sind hier mit unserer schönen schwarzen Kutte. Aber die... Ach, ich bin schon vorbei. Ich dachte, da wäre der Sack. Aber nein. Okay, ich hätte auch an die Eiche denken sollen. In der... Ach, da. Oh. Ich habe meine Belohnung abgeholt und meinen nächsten Auftrag erhalten. Ich habe meine neuen Befehle von Lucien Lachance erhalten. Ich muss jedes Mitglied der Drakonsfamilie töten. Ach, bla bla bla, Drakonis, Mattis Drakonis. Wartet den Namen nochmal, Imperiene, ja, Drakonis. Andreas Drakonis, Sibylla Drakonis und Sailia Drakonis. Ich kenne nur den Aufenthaltsort der Matriarchin Drakonis, die auf der Farm namens Apfelwacht wohnt. Ich sollte mich nach Apfelwacht aufmachen, dort so viele Informationen wie möglich über die Aufenthaltsorte der anderen Familienmitglieder herausfinden und sie dann systematisch alle töten. Denn wie wir es jetzt aus Dings gemacht haben, also ich lese das jetzt eben, das ist ja nicht ganz so viel. Der Totenbeschwörer Selin ist tot und ihr seid es nicht. Das ist eine beachtliche Leistung, doch eure Arbeit als Ruhesteller hat soeben erst begonnen. Euer nächster Auftrag erfordert, dass ihr nicht nur ein Ziel eliminieren, sondern fünf, eine ganze Familie genau genommen, die Unglücklichen sind Periena Drakonis, Mattis Drakonis, meine Maus spinnt rum, Andreas Drakonis, Sibylla Drakonis und Kaelia, Schilia, Kalia, Drakonis. Die Aufenthaltsorte der meisten Familienmitglieder sind unbekannt, sodass ihr mit der Familienältesten Petrinia anfangen solltet, die auf dem Apfelwachtbauernhof lebt. Ihr müsst herausfinden, wo sich alle Mitglieder der Drakonis-Familie aufhalten und sie der Reihe nach auslöschen. Ich schlage vor, dass ihr zuerst mit der Mutter sprecht und herausfindet, ob sie nützliche Informationen zum Verbleib ihrer Kinder hat, bevor sie ihrem Leben ein Ende setzen. Wenn alle Mitglieder der Drakonis-Familie tot sind, reist ihr in die Stadt Stingrad. In dem Schlosshof findet ihr einen Brunnen, der euren Lohn für den Drakonis-Vertrag sowie alle eventuell künftigen Aufträge enthält, die ich euch geben mag. Tada, das ist der Brunnen, den ich gemeint hatte. So. Wo ist denn Apfelwacht? Also, davon habe ich jetzt schon ziemlich viel gehört. Oder ich habe es noch gut in Erinnerung. Könnte auch sein, dass wir da schon mal irgendwie waren. Also, waren wir da noch nicht. Aber wir waren schon mal in Riele. Und darunter ist das gleich. Irgendwas Böses? Nein. Wir müssen unsere Rüstung mal endlich reparieren.
Sind wir schon da? Mensch, das ging ja schnell. Da ist ja die Schreckschraube. Also. Viel zu gut gelaunt. Oh, seid gegrüßt. Tut mir leid, ihr habt mich erschreckt. Heutzutage gehen mir leider mitunter die Nerven durch. Wenn man alleine lebt, passiert einem das. Kann ich euch behilflich sein? Ihr und eure Kinder müsst sterben. Nein, müsst ihr nicht. Noch nicht. Ich bin auf der Suche nach euren Kindern. Meine Kinder? Aber warum? Oh, liebe Güte, bitte entschuldigt die Dummheit einer alten Frau. Ihr seid hier, um meine Geschenkliste abzuholen. Dieser Geschenkdienst ist etwas ganz Gescheites. Meine Kinder leben in ganz Cyrodiil verstreut. Da ist es schwierig für sie alle etwas zu kaufen. Hier ist die Liste meiner lieben Kleinen, obwohl so klein sind sie auch nicht mehr. Ja, Kinder werden groß. Ihr werdet sehen, dass die Liste den Wohnort jedes Kindes und einige Geschenkvorschläge enthält. Ach ja, und hier ist das Gold, das ich euch geben soll. Macht euch nun bitte auf den Weg. Meine Kinder gehen mir über alles und ich möchte ihnen etwas ganz Besonderes schenken. Habt nochmals Dank. Ja, die guten Ohlenkinder, ne? Ohne guten Ohlenkinders. Wie heißt denn dieser blöde Zettel? Ach so. Oh ne. Ich glaube, wir machen das so. Wir könnten sie eigentlich... Nee, sie machen wir zum Schluss. Das Beste kommt immer zum Schluss und dann gehen wir mal in die Kaiserstadt. Natürlich dürfen da, glaube ich, keine Zeugen bei sein. Was braucht ihr, Meister? Ich brauche Hilfe. Und zwar bei einem Mord. Umbrano, Herrenhaus? Euer Schritt wirkt geschmeidig. Jolring, der Diener. Ich diene Meister Umbacano seit vielen Jahren. Umbacano? Mein Meister Umbacano ist in ganz Cyrodiil als Sammler von eileidischen Antiquitäten bekannt. Er ist immer auf der Suche nach seltenen Artefakten aus dieser Zeit. Warum fragt ihr? Habt ihr etwas, das meinen Meister interessieren könnte? Ich habe ein Aleiden-Artefakt zu verkaufen. Wirklich? Dürfte ich es bitte einmal sehen? Ich zeige es nur Umbranox. Tut mir leid, aber mein Meister überlässt die Entscheidung mir, was ihm vorgelegt wird. Tschö. Auf Wiedersehen. Müssen wir uns da durchschleichen. Umbranox. Ja, wir machen das so, wenn wir bei der Person angekommen sind, lesen wir uns den Punkt durch. Mattes, Andreas, Silja, Kalja. Hä? Sind wir denn hier? Ja, da können wir jetzt nicht rein. Glaube ich zumindest nicht. Wie geht es euch heute? Oshea. Einmal speichern. Wenn wir uns hier befinden und. Mattes! Ach, du bist der eklige Vogel. Also, Mattes, was hat denn deine Mutter über dich? Du wohnst im Talosplatzbezirk in der Kaiserstadt, er besitzt dort ein Haus. Mattes war schon immer ein wilder Junge, ja, das merkt man. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass er dort in der Kaiserstadt in die Gesellschaft einiger recht übler Gestalten geraten ist. Donnerwetter, ich würde mich gleich viel besser fühlen, wenn ich wüsste, dass er gut geschützt ist. Daher möchte ich, dass ihr einen schönen Brustharnisch für ihn findet, nicht zu leicht. Eisen oder Stahl müsste in Ordnung sein, und wenn möglich, hätte ich gern graviert mit »Für meinen lieben Matti«. Ich werde immer für dich da sein und dich beschützen. In Liebe, Matti, Mama. Ja, Matti, das ist auch mein Spitzname. Aber du kriegst ihn nicht. Boah, du bist so ein ekliges Vieh. Kann ich das nicht mitten auf der Straße machen? Ich meine, das fällt doch nicht auf. Das machen wir abends, würde ich sagen. Einmal speichern. Und dann 1 Uhr, 2 Uhr, 6 Uhr.
Und er muss laden. Und wir warten aber weiter. Warte. Oh, bitte hör auf damit. Da wird ein guter NPC verloren gehen, wenn wir den umbringen müssen. Er ist der Einzige, der solche Geräusche von sich geben kann. Also jetzt ist er nicht in seinem Haus. Der muss doch mal schlafen. Ich grüße euch. Hey. Wo sind die denn so verstreut? Einer ist irgendwo hier gleich um die Ecke, meine ich. Nee, im nächsten Bezirk. Dann ist, wo haben die sich denn verstreut? Ist noch einer ist in Apfelwach, das ist natürlich klar. Der Schlammtalhöhle. Herberge, Leia Vin. Ja, und ich würde jetzt gerne den hier. Entführen. Zu Cetis befördern. Ach, jetzt ist schon wieder morgen. Jetzt ist er hier irgendwo. Geht er nach Hause? Gehst du nach Hause? Oh. Gesund.